Ja, willkommen, mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Graceff. In der letzten Folge haben wir ja versucht, gegen Bosse anzukämpfen, aber sind kläglich gescheitert. Und jetzt werden wir nochmal versuchen, gegen sie zu kämpfen. Die Betonung liegt auf Versuchen. Aber dieses Mal bin ich etwas vorbereiteter. Und zwar habe ich natürlich richtig voll übertrieben mit dem Training. Ich bin jetzt mit allen Charakteren so Level 145. Da wird ja wohl auch nicht reichen. Den Schwierigkeitsgrad habe ich immer noch auf Chaos. Wenn ich auch nur einmal verliere, dann ja, dann werde ich wahrscheinlich sowieso den Schwierigkeitsgrad runterstellen, weil so lange habe ich dann auch keinen Bock, mich mit der Olnia auseinanderzusetzen. Aber wird schon diese Part hier klappen. So, dann kommen wir ja Bossmann herausfordern. Müssen wir nur 40.000 Gold blechen, dann können wir einfach direkt zu ihr gehen. Ich werde natürlich keine Objekte einsetzen, was ich voll doof finde, aber egal. Let's begin! So. Also ich übrigens frage, warum ich auf einmal so im Level bin. Habe ich alles hier im Kolosseum gemacht. Habe ich einen richtig geilen Trick herausgefunden. Ich habe jetzt übrigens nur das Buch der Stärke drin, ne? Weil irgendwas anderes brauche ich jetzt nicht. Ich habe immer hier so Wertehalbierung und so mehr Erfahrungspunkte gegeben. Dann habe ich immer nur die erste Runde erledigt, weil da ist dieses eine Viech, was einen irgendwie mit Einschlag oder so fertig macht. Und ja, wenn man das erledigt und die Runde schafft, dann bekommt man so um die 100, weiß ich jetzt gar nicht mehr, 180.000 oder so, 180.000 Erfahrungspunkte. Und ja, es hat es vollgebracht, das hat überhaupt nicht lange gedauert. Wir haben 222.000 Spieldauer, also ja, ich weiß echt nicht, was anzufangen in meiner Freizeit, aber egal, dafür wir sehen uns jetzt, hoffe ich. Mal gucken, ob wir halbwegs stark genug sind. Sie ist irgendwie sowas laut dem Buch irgendwie Level 110 oder so. Also müssen wir die aber kriegen. Hoffe ich. Wir haben schon in diesem Part. So, und ich soll natürlich ohne Gnade erstmal angreifen. Vielleicht haben die Level ja was gebracht. Bin mir jetzt nicht so sicher. Ich habe schon was dabei, gerade. Vielleicht ist das ein bisschen blöd gewesen. Aber jetzt auch. So, zack. Richtig nervig bist du erst am Ende, wenn sie mit ihren verdammten Hammer hier rumspammt. Der Ampel ging A. Also. Sag, bei mir im Buch stand das gar nicht. Hätte ich gerne ein bisschen vorher gewusst, danke. Was soll ich? Ah, das ist auch kein Mann, ey. Irgendwie jetzt nur Titel ausgerüstet, was die KP meiner Charaktere erhöht. Oder an das Wort dran. So, die kriegt jetzt auch noch ein. Bam! Strike! So. Ja, da bekommen wir aber nur so wenig Schaden jetzt wegen dem Buch der Stärke. So ein Dreck. Aber ja, okay, gehen auf jeden Fall schneller runter. Ich hoffe nur, dass nicht ganz umsonst war. Weil es ja immer 10 Minuten nach 45 drei Stück wieder wie nach 45 sind. So, der letzte Boss müsste jetzt nicht mehr so ein riesiges Problem sein. Obwohl, irgendwie doch schon, ne? Komm her! Zurück, weil dieses Schleim, das ist irgendwie so Level 165 oder so. Ich hätte noch viel weiter trainieren können eigentlich. So, 50. Und nochmal. Damn. Yep. Ich glaube, ich fällt gerade ein, ich habe das hier. Ich sollte vielleicht Strahlenschrei. Ja. Mach mal das hier noch. Mehr A. Wir zerstören die bis jetzt hier voll. Oh, und dann kommt sie mit da. Die war hier bald. Müsste ja eigentlich voll reinhauen, ne? Sein Angriff. Das Problem ist ja nur, dass wir kein Item sein jetzt können. Das ist richtig genau. Und gleich ist ja auch ein Ding. Bitte nicht im Hilfschuh. Oh,
Weil sie hat auch eine Mystik hat, aber der ist nicht so scharf drauf zu sehen. Aua. Boah, wie kannst du denn davon getroffen werden? Oh, 4/6. Aua. Nein, nein, nein. Oh, komm her. Du kannst es wagen. Oh, Mann. Oh ja, verdammt. Ach. Ja, das. Will sie mich auf den Arm nehmen? Was soll ich denn jetzt bitte schön machen? Oh, da kommt ein. Oh. Was soll ich denn jetzt machen? Hallo? Das Einzige, was ich jetzt noch machen kann, ist auf den Elfschub zu warten. Boah. Was soll ich jetzt bitte schon machen? Ey? Ja, super. Richtig geil. Ey, das ist doch so eine Verarschung. Was hätte ich denn dagegen jetzt machen sollen? Pech kommt wieder. So, Planänderung. Scheiße. Buch der Stärke, ich baue irgendwie sowas mit Dingens hier. K.O. wiederbelebt. Ma. So, wacht aus K.O. aus, bitte. Und dann brauche ich natürlich auch hier so ein Dingens, was, mit dem ich zwei einsetzen kann. Meinetwegen. Wo ist hier Sättigung oder irgendwie sowas? Glaube ich. Ja. Und hier Sättigung. So, jetzt komm. Wo, vielleicht soll ich anstatt. Warte mal. Hä? Ich hab Pascal hier gerade. Mal, jetzt muss ich aber gewinnen. Mir geht halt Geld aus. Ja, wisst ihr was? Hier, komm. Jetzt muss ich aber gewinnen. Das ist langsam ein schlechter Scherz hier. So, das Team wollte ich haben eigentlich. So, komm her. Ich hab immer noch von ihr, ne? Ist auch keine Lust mehr, so lange mit ihr. Was zum? Einfach voll verschwenderisch. Super. Oh Mann. Kommt sie direkt mit Einschlag und Sophie ist tot. So. Kann ich den letzten Kampf wahrscheinlich auch auf Chaos vergessen. Ich will auch mal irgendwann das Projekt jetzt zu Ende machen. Irgendwie habe ich so gefühlt, werde ich nie schaffen. Das Projekt wird einfach immer weitergehen. Immer weiter. So. Der Kampf letztes Mal besser. Ja, jetzt kommt er. Ich komme noch nicht mal dazu, ein Ding zu machen. Ja. Du tust jetzt nicht richtig heilen, oder, Cherry? Ja, schon mal, wie beschissener Heiler ist, ey. Warte, das ging schnell. Aua. Aber auf Dinge hier einlaufen müssen. Ich bin schlechter höher, niedriger. Aua. Nein, nein, nein. Also. Aha.
Heck, Mann. Ja, gibt's auch nicht. Aua. Mann. Nein, geh weg. Ich schaff den nicht mehr so weiter. Wie kann ein so kleines Mädchen und so einen riesigen Hammer hier mit sich rumschleppen? Das ist doch pervers. Jawohl. Oh ne, nein, 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 nein. Wow, die ist aber weggekommen. Okay, da ist er. Ich hab doch wohl schaffen, oder? Okay, was machst du eigentlich da? Warum fangst du die ganze Zeit? So schnell. Okay, da schnell. Ja. Jetzt soll ich doch mal mit E-Arzt versuchen. Jetzt kommt wieder der scheiß Hammer. Power. Schön. Ich bräuchte Pascals Tempo, das wäre richtig gut. Aber nein, aua. Nein. Ich habe jetzt gerade gar nicht mehr normal, als ich jetzt ruhig bin. Ich kann nicht mehr normal sein. Aua. Das war ein ganz kleines bisschen. Ja, fuck. Yep, danke. Nein, kannst du nicht. Oh Mann, jetzt wird's wieder nervig. Mach mal den hier. Das war blöd. Das ist doch scheiße. Ey. Nein, kannst du nicht. Auf damit. Ich dachte, sie gehen durch, diese Macht. Die gehen irgendwann weg anscheinend. Alter, ich schütze mich doch. Wie fehlt sie denn ab? Okay, ausweichen. So, jetzt haben wir sie. So, jetzt. Komm. Wir sind jetzt nicht mehr an den Armen. Sherrya, geh da rein, Mann. Das ist voll kompliziert. Das hat nicht so lange gehalten. So, alle volle Power jetzt rein. Zack, komm her. Komm, fahr ich. Also ich nehme mal voll wenig Erfahrungspunkte. Können wir noch wenig. Ja, super. 6800. Aber Gold haben wir viel bekommen. Sehr schön. Ah. Aber nicht auf Chaos, ey. Das stimmt mich ein bisschen unfreundlich. Was denn so? Okay. I can see it. I still don't get why you were the Guardian's replacement, Poisson. Actually, the first Guardian of Riot Peak was Anna Marcion. For serious? It was his idea to have challengers rise up the tower. I imagine that's why they felt Poisson would make an acceptable replacement. I see. That's why the elevator uses a Marcion technology. Well, anyway, that's my theory. Your theory? Wait, so everything you just said is... Completely made up, and quite absurd to boot. I am here because the Overseer and the current Guardian are acquaintances. That's interesting. The Guardian first appeared after an accident with a Kriya's art experiment. We believe he came here from another world. I've heard of such things. The barriers between worlds being broken in accidents and people coming through as a result. Ever since,
He's been searching for a way to return to his true home. People come to Riot Peak from all over the world. This would be a perfect place to gather information. Well, anyway, that's my theory. Oh, come on. Now this is just getting stupid. Must all my ideas be crushed like this? In truth, the Overseer and the Guardian are simply good friends. Okay. For that reason, I was allowed to work here as part of my training. Now it makes sense. It does? Actually, not at all. Können wir einfach wieder gehen. Good luck with the training, Poisson. You should come back sometime, Pascal. I'd love a rematch. You got it. Sehr schön. Haben wir es auch geregelt. Okay, so was any of that actually true? Ist das nicht egal? Tschüss. Eure Namen werden nun in die Legenden eingehen. Wir folgen gespannt, was ihr als nächstes unternehmen werdet. Wow, das ist viel Geld. Aber ich brauche kein Geld aus irgendeinem Grund. So, keine Ahnung. Das heißt, wohl in der nächsten Folge werden wir schon direkt zum finalen Boss gehen. Weil ich glaube, wir haben jetzt hier alles erledigt. Jupp, ich glaube, wir haben alles erledigt. Alle möglichen Quests erledigt. Obwohl, mir fällt da noch was ein. Ich glaube, boah. Turtles Hauptquartier mal noch irgendwas. Schon längst vergessen. Sollte ich auch mal irgendwann hier versuchen. Ich glaube, das ist eine kleine Quest. Glaube ich. So, mit wem soll ich denn reden? Mit dem Großen oder dem Kleinen? Den Kleinen. Cherias Geheimnis. Okay. I can't stand it. It's so humid. The mountains must funnel the sea air into this location. But Lant is right by the sea too, and it never gets humid like this there. That's cause the cold water currents around Lant stabilize the atmospheric pressure and keep the rain away. Ah, so that's what keeps Lant and Barona so much drier than it is out here. What was that? Dude, weird! That's how Sharia looks when she wakes up in the morning! Hey, what happened? I heard someone scream! The excessive moisture made Sharia's hair go all... Pascal, don't tell him that! Sharia, are you okay? No! Stay back! Don't look at me! Okay. Warum nicht? So, wir sind eigentlich hier deswegen gekommen. Hallo! Reisende, willkommen im Turtles Hauptquartier. Im Namen aller Turtles möchte ich mich für den Ausfall der Turtle-Transporter entschuldigen. Ist was passiert? Wir schreiben schon seit einer Weile rote Zahlen. Jetzt können wir die Kosten einfach nicht länger rechtfertigen. Wirklich? Ihr macht Verluste? Das Geschäft blüht seit einem halben Jahr wegen des Reiseverkehrs zwischen den drei Nationen. Aber wir müssen unsere Tortulas ernähren, wisst ihr, und das Fleisch ist nicht umsonst. Wir haben unser ganzes Geld für Nahrung ausgegeben und jetzt arbeiten wir im Verlust. Aha, klingt logisch. Je mehr Transporte wir kriegen, desto mehr Geld verlieren wir. Also kommen wir jetzt nur noch die besten Kandidaten durch den Turtles-Eingangstest. Was? Ich bin ein Turtles-Azubi, also kann ich überhaupt nichts machen. Die lassen mich noch nicht mal den Test bestehen. Es liegt daran, dass du furchtbar schlechte Noten hast. Das sieht irgendwie falsch aus. Also viel Glück. Wir würden es ja echt gerne Ersatznahrung auftreiben, aber wir sind so beschäftigt, dass wir keine Zeit dazu hatten. Essen die Tortulas denn nur Fleisch? Sehe ich vielleicht aus wie ein Veterinär? Was? Veterinär? Ich würde ja gerne mit einer anderen Nahrung probieren, das dürft ihr mir glauben. Aber das hätte keinen Sinn, wenn sich die neue Nahrung nicht massenhaft produzieren lässt. In diesem Fall solltet ihr es mit Spezialität versuchen. Ich wette, dass wir aus Window jede Menge Äpfel bekommen können. Dann besorgt euch ein paar von diesen Äpfeln. Bringt sie her. Wir wären euch sehr dankbar, klar? Also gut, wenn wir Äpfel finden sollten, werden wir sie herbringen. Bitte, ihr müsst uns einfach helfen. Viel Glück, Freunde.
Okay. Ja. Mein Gott, alle Äpfel weg. Die mögen sie. Uff, mir fällt ein Stein vom Herzen. Sie sind zu süß, aber wenn Windu eine schlechte Apfelernte hat, gibt es für uns wieder kein Futter, ja? Deshalb sollten wir als nächstes eine Stratas-Spezialität probieren. Stratas-Spezialität ist total Banane. Hihi, das klingt witzig. Entschuldigt die Umstände, aber können Sie uns beim nächsten Mal Bananen mitbringen? Das wäre echt super. Absolut, solange ich ein paar für mich selbst abzwacken kann. Okay. Bindet überhaupt was? Jutorials essen ganze Bündels mit einem Hubs. Also, ihr wollt Fennels Spezialität probieren, hm? Ich fahre euch nur ungern, aber seht es euch einfach als eine Art Gefallen für eure liebste Transporttiere. Fennels Spezialität, gut, wir werden sie für euch finden. Ja. Was ist das denn überhaupt? Ach so, Pfirsich. Okay, habe ich mir irgendwie schon gedacht. Früchte aus aller Welt. Hey, hast du aus der Obstschale geklaut? Oh oh. Um mich kümmere ich mich später, was euch angeht. Heißen Dank für eure Hilfe. Aktuelle Transporte sind also wieder zurück. Also, Pascal. Darauf kannst du ja wetten. Wir überprüfen gerade unsere Routen in jedem Land. Wenn wir fertig sind, geht's weiter. Ja, in ein paar Licks läuft hier wieder alles rund. Bitte unterstützt die Zwischenzeit eure örtlichen Teemärkte und Transporte. Mehr nicht. Ah, okay. Würde ich sagen, in der nächsten Folge machen wir den letzten Boss dieses Spiels platt. Des Future Arts. Ja, und danach geht's immer noch weiter. Hey! Bis dahin würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao!